Südeuropa, voll von Schönheit und Schauplätzen der Weltgeschichte. Ich bin Christopher Clark, unterwegs zu unberechenbaren Vulkanen und weltberühmten Gaumenfreuden. Von Neapel in Italien geht es am Mittelmeer entlang ins spanische Kastilien, zu einer gigantischen Goldmine des Römischen Reiches und nach Barcelona zu den Meisterwerken des Architekten Antoni Gaudí. Córdoba in Andalusien steht für das Zusammenleben der Religionen im Mittelalter und für das getanzte Drama des Flamencos. All das hat die UNESCO zum Welterbe erklärt. Es gehört der ganzen Menschheit. Woran denken Sie, wenn Sie an den Süden denken? An Sonne, Meer, Palmen, an großartige Zeugnisse einer versunkenen Zeit? Klar, der Süden Europas ist und bleibt ein Ort der Sehnsucht. Hier liegen die Wurzeln dieses Kontinents. Theater, Wissenschaft, Philosophie, Sport, das alles hat hier seinen Ursprung. Das Mittelmeer, das die Römer Mare Nostrum, unser Meer, nannten, war so etwas wie der flüssige Kern ihres Imperiums, das ja weit über Europa hinaus bis nach Arabien und Nordafrika reichte. Und auch von dort kamen Einflüsse, die vor allem den Süden dieses Kontinents geprägt haben. Meine Reise beginnt im Süden Italiens, in Neapel, dem Schmelztiegel vieler Kulturen, die einst in Europa und am Mittelmeer entstanden und auch diese Stadt regierten. Nach den Römern kamen die Byzantiner, die Normannen, die Staufer, die Araber und später die Bourbonen, die Habsburger und Napoleon. Ein Mosaik aus Spuren einer großen Vergangenheit. Aber Neapel blieb immer Neapel. Trotzig, chaotisch und wunderschön. Gegründet wurde Neapel 470 vor Christus von den Griechen als Neapolis, die neue Stadt. Davon ist kaum etwas geblieben, nur ein paar Reste der Stadtmauer. Aber es gibt immer wieder Überraschungen. Tief unter der Erde wurde eine griechische Grabstätte entdeckt. Eine ganze Totenstadt, vor 2500 Jahren hineingehauen in den weichen Tuffstein. Familiengräber mit Sarkophagen und steinernen Kopfkissen für die Toten. Perfekt erhaltene Malereien, wie sie selbst in Griechenland kaum zu finden sind. In der Stadt, die über der Erde das Leben feiert, ist der Tod auch immer präsent. Denn die Toten sind nicht wirklich tot, sie bleiben im Reich der Lebenden. Ihre Gläubigkeit verbindet die Neapolitaner ebenso wie das Straßenleben über alle Klassenunterschiede und Ethnien hinweg. Das lebhafte Miteinander in Neapel ist legendär. Oft bebt hier die Erde, der Vulkan ist nah. Das organisierte Verbrechen fordert seine Opfer. Neapel ist fragil. Und so hält sich seit vielen Jahrhunderten die Legende vom Ei, dass der Dichter Vergil das Tuffsteinfundament der Burg gelegt haben soll. Daher der Name Castel dell'Ovo, Eierburg. Solange das Ei unversehrt bliebe, sei auch Neapel vor Unglück geschützt. Von oben erinnert Neapel an ein großes Amphitheater, in dem seit Jahrhunderten dasselbe Stück aufgeführt wird. Alles kommt darin vor, gut und böse, das pralle Leben, die Liebe und der Tod. Und mit der Liebe fing die Stadt an, glaubten die Römer. Der Zentaur Vesuvius, ein Wesen zwischen Mensch und Pferd, verliebte sich nämlich in die schöne Nymphe Parthenope. Der Gott Jupiter wollte diese Verbindung nicht, er wurde wütend und verwandelte Vesuvius in einen Vulkan und Parthenope in die Stadt Neapel. Land und Meer, Liebe und Wut, genau das spürt man bis heute in Neapel. Noch näher am Vesuv lag das antike Pompeji.
Die Bewohner dieser blühenden Stadt bekamen die Wut des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus zu spüren. Der große Ausbruch vernichtete das Leben hier für immer. Viele Menschen erstickten an den giftigen Dämpfen, andere wurden unter dem Asche- und Steinregen begraben. Erst nach Tagen kam die Sonne wieder zum Vorschein. Zuvor hatte immer wieder die Erde gebebt. Ein Gefühl für die Gefahr hatten die Menschen schon. Aber sie wussten nicht, was bevorstand. Tausende flohen, als der Vulkan sichtbar aktiv wurde. Aber einige hofften wohl, Schutz in den Häusern zu finden oder wollten erst in letzter Sekunde aufbrechen. Wenn man hier einmal ganz allein unterwegs sein darf, wird einem klar, wie schrecklich die Vulkaneruption zuschlug. Aus einer mondänen Stadt, in der Reiche ihren Sommer verbrachten und viele Menschen arbeiteten, wurde eine Hölle aus Feuer, Hitze, Gas und Steinschlag. Pompeji war ein Zauberwort im Römischen Reich, ein Eldorado der Lust auf allen Ebenen. Hier war Luxus pur angesagt. Selbst die Römer blickten neidisch auf Pompeji, das auch viel kosmopolitischer war als Rom selbst. Aber wie kam das? Die Lage am Golf von Neapel war entscheidend. Das Mittelmeer ist der Schatz der Schätze. Es bringt Reichtümer aus anderen Gegenden der Welt. Und im Lauf der Jahrhunderte war hier ein äußerst geschäftiger Hafen entstanden. Die Schiffe brachten wertvolle Waren aus Nordafrika, dem Nahen Osten, aus Spanien und Griechenland, sogar aus Indien. Die Pompeianer handelten damit und wurden reich. Und der fruchtbare vulkanische Boden in dieser Gegend gab einiges her. Getreide, Wein und Olivenöl. Der Hafen war Pompejis Verbindung zur Welt außerhalb Italiens und bescherte der Stadt Reichtum. Sie war auf 60 Hektar perfekt angelegt und von einer Stadtmauer umschlossen. Ihr optimales Straßennetz ohne Sackgassen erlaubte einen reibungslosen Verkehr, sowohl zu den Markthallen als auch zum Hafen. Die Versorgung mit Wasser war über Laufbrunnen und später über ein Aquädukt mit Wasserleitungen, vor allem für die Reichen, möglich. Manche zapften sogar heiße vulkanische Quellen an, um ihre Häuser zu heizen. Es gab Tempel, Sportanlagen, Thermen und Theater, in denen auch griechische Dramen aufgeführt wurden. Neben Friedhöfen und Bordellen wurden unzählige Handwerksstätten betrieben. Garküchen, Färbereien, Töpfereien, Gerbereien und noch vieles mehr. Aber der Vesuv sollte dem ein Ende bereiten. Sein Ausbruch bedeckte alles mit Asche und Steinschichten und hat so quasi eine Momentaufnahme dieser antiken Stadt erhalten. Erst im 18. Jahrhundert begann man mit Ausgrabungen. Malereien, die erst vor kurzem freigelegt wurden, zeigen, wie farbenfroh, brillant und lebensnah die pompeianische Kunst einst war. Wer waren die 10.000 bis 12.000 Menschen, die hier lebten und wirkten? Mit der menschlichen Dimension der Vulkankatastrophe wird man auf Schritt und Tritt konfrontiert. Denn bisher hat man etwa 1200 Opfer gefunden, die im Todeskampf von Asche umhüllt wurden. Nach der Zersetzung der Körper blieben Hohlräume, die von Archäologen mit Gips ausgegossen wurden. Immer wieder werden mit Sonden menschliche Überreste in Hohlräumen der versteinerten Asche entdeckt. Man untersucht die Skelette, entnimmt Proben. Danach wird der Hohlraum mit Gips aufgefüllt. Sogar die Gewänder der Toten werden so wieder sichtbar. In diesem Fall handelt es sich um einen schmächtigen jungen Mann, der durch schwere körperliche Arbeit gezeichnet ist. Das andere Opfer trug kostbare Kleidung. Herr und Sklave vereint im Tod. Im Vorhof eines antiken Stallgebäudes stießen die Forscher auf einen spektakulären Fund.
Hier waren schon mehrere verendete Pferde entdeckt worden. Aber dann löste man einen Zeremonialwagen mit 4 Rädern aus dem feinen Vulkanmaterial. Wie durch ein Wunder haben sich der hölzerne Aufbau und die kunstvollen Verzierungen aus Bronze und Zinn erhalten. In das gravierte Bronzeblech sind Medaillons mit Figuren eingelassen. Das sind erotische Szenen, von daher auch die Hypothese, vielleicht verbunden mit einem Hochzeitsritual. Pompeji ist ja voll von erotischen Bildern, was uns heute extrem befremdlich vorkommt. Also teilweise auch pornografischen Bildern, die aber Teil der Lebenswelt waren. Also man muss das ein bisschen durch den Filter sehen, das war einfach ein anderer Zugang. Und so auch auf diesem Wagen, der eben mit so einem Ritual zu tun haben könnte oder auch mit einem Kult einer weiblichen Göttin, vielleicht Venus. Ich bin auf der Suche nach dem Lupanat, dem Freudenhaus von Pompeji. Im mondänen Pompeji, wie auch im übrigen Römischen Reich, betrachtete man körperliche Bedürfnisse aller Art als ganz natürlich. Das Bordell in der Nähe des Forums hatte gewiss eine zahlreiche Laufkundschaft. Diese hübschen Bilder geben sicherlich nicht das wieder, was sich auf diesen eher unbequemen Steinbetten abgespielt hat. Das war nämlich gar nicht so verspielt. Schneller Sex, weder teuer noch romantisch. In der römischen Welt gehörte das zum Alltag als gesellschaftlich toleriertes Ventil für die Männer. Oft waren die Prostituierten, die hier arbeiteten, Sklavinnen, die von ihren Herren dazu gezwungen wurden, ihren Körper zu verkaufen. Und selbst wenn sie aus der Sklaverei freigelassen wurden, blieben sie meist in diesem Milieu. Eine schäbige Wirklichkeit für die Frauen, weit entfernt von den Freiheiten und vom Luxusleben in dieser Stadt. Noch viele Schätze schlummern unter den 6 Meter dicken Ascheschichten. Aber wenn die restlichen 20 Hektar nach und nach ausgegraben werden, ist äußerste Vorsicht geboten. Wir müssen also sofort intervenieren und auch alle technologischen Innovationen, die wir heute haben, nutzen. Und zudem kommt noch dazu, dass der Klimawandel mittlerweile auch sich bemerkbar macht. Und zwar nicht dadurch, dass jetzt irgendwie das Meeresspiegel sprungartig ansteigt und Pompeji überschwemmt, aber die Häufung sogenannter Extremwetterverhältnisse können wir also mittlerweile messen, wie sich das auf den Denkmalbestand auswirkt. Vor allem durch den erhöhten Pflanzenbewuchs, durch die Feuchtigkeit, die dann in die Gemäuer eindringt, durch Sturzregen. Und all das hat also einen Effekt, den wir erstens mal besser verstehen müssen, monitorieren müssen und dann auch entsprechend handeln. Hoffentlich bleibt Pompeji, dieser magische Ort, lange erhalten. Auch die UNESCO setzt sich dafür ein und nahm die Stätte 1997 ins Welterbe auf. Und hier ist er, der schlafende Riese. Dieser Krater bildete sich nach dem letzten Großausbruch, der Pompeji und übrigens auch das benachbarte Dorf Herculaneum auslöschte. Der Vesuv ist Europas einziger noch aktiver Vulkan auf dem Festland. Natürlich wird er rund um die Uhr überwacht. Denn ein neuer Ausbruch ist sozusagen überfällig. Wann gibt es den nächsten Großausbruch des Vesuvs? Das ist eine schwierige Frage. Wir können es nicht vorhersagen. Wir wissen jedoch, dass dieser Vulkan noch aktiv ist. Er ruht seit 1944, dem Jahr des letzten Ausbruchs. Aber wir wissen, dass er früher oder später wieder ausbrechen wird. Diese Eruption könnte auch sehr groß sein, wie die in Pompeji. Aber wir wissen nicht, wann sie kommt.
Ist es wirklich vorstellbar, dass so ein großer Ausbruch wie in Pompeji stattfindet? Natürlich ist das möglich. Dieser Vulkan hat in der Vergangenheit 4 große Ausbrüche gehabt. Den ersten vor etwa 22.000 Jahren, den letzten in Pompeji vor etwa 2.000 Jahren. Unter unseren Füßen liegt eine große Magmakammer mit einem riesigen Magmavolumen. Das heißt in 10 Kilometern Tiefe, nicht direkt unter unseren Füßen. Durch die seismische Tomographie wissen wir, dass da unten etwa 40 Kubikkilometer Magma liegen. Daher ist es durchaus möglich, dass in Zukunft eine große Eruption kommt, wie damals in Pompeji. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Vesuv liegt allerdings noch eine viel größere Gefahr, die Phlegräischen Felder. Darunter schlummert ein sogenannter Supervulkan, der eine unglaublich große Menge an Magma beherbergt. Vor etwa 39.000 Jahren ist dieser Supervulkan schon einmal ausgebrochen. Das war eine der heftigsten vulkanischen Explosionen der letzten 200.000 Jahre. Bis ins heutige Russland hinterließ er eine dicke Ascheschicht. Unsere Erde ist ein dünnhäutiges Gebilde und hier im Krater des Vesuvs wird einem das klar. Die Erdkruste mit ihrem festen Gestein, auf dem wir uns bewegen, ist im Durchschnitt gerade mal 35 Kilometer dick und darunter brodelt es. Denn der äußere Erdkern besteht aus heißem, flüssigem Stein, aus Magma. Und hier im Krater ist die dünne Schale etwas angestoßen, wie an anderen Orten in Süditalien auch. Schauen wir mal in das Pulverfass. Die Kontinentalverschiebung ist für die vulkanische Aktivität im Mittelmeerraum verantwortlich. Hier schiebt sich die afrikanische unter die europäische Kontinentalplatte, und zwar etwa 4 bis 5 Millimeter pro Jahr. Das Aneinanderreiben dieser beiden Platten führt zu einer erhöhten vulkanischen Aktivität, vor allem von Sizilien bis Neapel. Magma bildet sich und sucht sich einen Weg nach oben. Glücklicherweise gab es, soweit wir wissen, immer Vorboten, die Vesuv-Ausbrüche ankündigten. Zum Beispiel Erdbeben oder Bodenverformungen. Wir werden also höchstwahrscheinlich Zeit haben, die Bevölkerung zu evakuieren. Aber das Land wird völlig zerstört werden. Die pyroklastischen Ströme werden sich bei hohen Temperaturen sehr schnell bewegen. Sie fließen über das Land und zerstören alles, was ihnen begegnet. Es würde ein riesiges Gebiet betreffen und für lange Zeit unbewohnbar machen. Viele können sich noch an die Schrecken des Ausbruchs des Vesuvs im Jahr 1944 erinnern. Da begrub er 2 Ortschaften unter seinen Lavaströmen und forderte Todesopfer. Aber es ist auch menschlich, das Wissen um die Gefahr zu verdrängen. Die Menschen hier leben auf dem Pulverfass. Etwa 4 Millionen im Großraum Neapel wären von einem Ausbruch betroffen. Auch die Bewohner von Torre del Greco. Sie hoffen, dass die Madonna del Vesuvio ihnen am Tag X zu Hilfe kommen wird. Deshalb haben sie der Madonna eine Kapelle gewidmet, wo sie zu ihr beten. Das vertreibt die Angst vor dem Vulkan. Wie lebt es sich im Schatten des Vesuvs? Sehr gut. Wir sind hier geboren. Der Vesuv gehört zu uns. Er ist Teil unseres Lebens. Aber haben Sie denn keine Angst? Überhaupt nicht. Wir müssen alle sterben. Ob nun durch den Vesuv oder durch eine Flut oder etwas anderes. Purer Fatalismus. Genau, Fatalismus. Schicksal eben. Ich finde, wir leben am schönsten Ort der Welt. Den Tod immer vor Augen haben die Neapolitaner gelernt, im Augenblick zu leben. Und zu den schönsten Augenblicken zählt für sie das Essen. Die Pizza Margherita wurde hier geboren.
Sie wurde zuerst für die Königin Margherita von Savoyen in den Nationalfarben Grün, Weiß und Rot gebacken, sagt die Legende. Luciano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Come stai? Tutto bene? Gennaro, come Wie entstand la, die Pizza Margherita? Zur Pizza Margherita gibt es einen geschichtlichen Hintergrund und eine Legende. Zur Zeit der Bourbonenherrschaft wurde die Tomate in Neapel eingeführt und begeistert angenommen. Die Pizza erhielt ihren Namen, als die Familie Savoyen an der Macht war. Aber das Pizzabacken wurde früher erfunden, nämlich als noch die Bourbonen herrschten. In der Nähe des Königspalastes von Caserta gibt es das Dorf Carditello. Dort hatten die Bourbonen ihre Büffel stehen, die sie aus Indien mitgebracht hatten. Tatsächlich ließen sie damals schon Büffelmozzarella herstellen. Und dieser Mozzarella war so erfolgreich, dass er ganz automatisch auf den Tisch der Neapolitaner kam. Die neapolitanische Pizza besteht aus 4 einfachen Elementen: Wasser, Mehl, Salz und Hefe. Das ist alles. Und wie man sie macht? Man nimmt ein wenig Mehl und dann geht es los. Die Kunst des Pizzaiolo, des Pizzabäckers, hat die UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen und auch Gennaro ist sehr stolz darauf. Hier hat alles seine Ordnung. Unter den wachsamen Augen meines Lehrmeisters versuche ich mich als Pizzaiolo. So ein Zweitberuf wäre doch eine schöne Abwechslung zum Bücherschreiben und Geschichte lehren. Nun noch der Belag, Olivenöl, Basilikum und Tomatensauce. Come l'orologio, gira attorno attorno. Fior di latte. Zum Schluss die Krönung, der zarte Fior di latte Käse. Ecco qua. Sei un pezzolo napoletano, no? Devi fare con le mani. Tira, dai, perfetto. Ich darf hier arbeiten, oder? Dafür habe ich dir ja die Schürze gegeben. Also heute ist dein erster Tag, aber Geld gibt's nicht. Schließlich ist er der Chef. Und zum Schluss singen wir die neapolitanische Nationalhymne Napole. Napole mille colore, Napole a voce di creature. Napoli è una carta sporca e nessuno ve ne importa e ognuno aspetta sciorta. Bravo, sei un grande napoletano, bravo. Neapel erinnert mich immer an einen lebenden Organismus, kraftvoll und morbide zugleich, voller Härte, aber auch voll Menschlichkeit. So langsam heißt es Abschied nehmen von dieser besonderen Stadt, von Italien. Mein nächstes Ziel ist Spanien. Es geht in den Nordwesten Spaniens, nach Castilien-León, zu den ehemaligen Goldminen von Las Médulas. Landschaften voller Kontraste gibt es hier. Je weiter man in den Norden vordringt, desto wilder wird die Natur. Aber hier, wo die Römer einst Gold abbauten, war es der Mensch, der die zerklüftete Landschaft schuf. Eigentlich ist das hier nichts anderes als eine Industrieruine aus römischer Zeit. Wie immer, wenn die Römer etwas generalstabsmäßig anpackten, waren sie perfekt organisiert. Rund um die Berge von Las Médulas wurde ein hunderte Kilometer langes Wasserkanalnetz angelegt, und die Felsen wurden mit einem System von Tunneln und Gängen durchzogen. Und hier sieht man noch die Spuren der eisernen Pickel, die die Arbeiter in die Höhlenwände schlugen, um auch noch den letzten Rest an Gold herauszuholen. Die Römer haben den Berg durchlöchert und sie leiteten immense Mengen Wasser durch diese Gänge, so dass das poröse Gestein regelrecht gesprengt wurde. Ruina Montium nannten sie diese im wahrsten Sinne gewaltige Technik. Und so hinterließen die Römer diese zerstörten Berge. Auch ein Symbol für die gnadenlose Expansion des Römischen Reiches. Kaum hatte Kaiser Augustus diesen Teil Spaniens erobert, ließ er hier im Akkord Gold abbauen.
So konnte er in Rom immer noch mehr Prachtbauten errichten und damit das ohnehin gut entwickelte Selbstbewusstsein der Römer weiter steigern. Die Gier auf das edle Metall wuchs bald ins Unermessliche. Zehntausende Arbeiter blieben oft monatelang unter Tage. Sie waren keine römischen Sklaven, sondern freie Männer, rekrutiert aus ganz Asturien. Aber für diese Freiheit konnten sich die Bergleute auch nichts kaufen. Viele ließen hier ihr Leben, weil die gigantischen Tunnelgebilde immer wieder einstürzten. Und Augustus? Der brachte jetzt immer mehr Goldmünzen in Umlauf, natürlich mit seinem Konterfei. Die Trümmer der eingestürzten Hänge wurden zerkleinert und ausgewaschen, bis die Goldpartikel übrig blieben. Plinius, der römische Geschichtsschreiber, war im 1. Jahrhundert hier in Las Medulas. Er staunte und schrieb, es übertrifft das Werk von Giganten. Und gemeint waren die wütenden Giganten aus der griechischen Mythologie, die einst ganze Berge gegen den Gott Zeus geschleudert haben sollen. Und auch Plinius wurde wütend und zu einem Vorläufer der Umweltschützer. Die Natur würde aus Gier immer nur ausgebeutet, meinte er. Ständig wird die Erde gequält, schrieb er. Was sie auf ihrer Oberfläche zu ertragen hat, mag man noch akzeptieren. Aber wir durchwühlen ihre Eingeweide, wir graben uns durch ihre Adern aus Gold und Silber. Und tatsächlich, was die Römer hier hinterließen, ist eine zerstörte Landschaft, so malerisch sie uns auch heute erscheinen mag. Für die UNESCO ist sie als Kulturlandschaft Welterbe. Rund 500 Kilometer weiter südlich in Andalusien liegt Córdoba, ebenfalls ein Ort der Eroberungen. Im Jahr 711 eroberten die Muslime weite Teile der Iberischen Halbinsel. Sie schufen das Reich Al-Andalus, in dem es fast 800 Jahre lang nicht nur Konflikte gab, sondern auch ein kreatives Miteinander. Die Kulturen mischten sich, lernten voneinander, auch musikalisch. Ganz viele typische Elemente der spanischen Kultur stammen aus Andalusien. Zum Beispiel der Flamenco, Felahicum, das heißt im andalusischen Arabisch die Musik der Landlosen. Einen großen Anteil an der Entwicklung des Flamencos haben tatsächlich die andalusischen Roma, die Gitanos, die ihre Musik aus Indien nach Spanien brachten. Über Jahrhunderte hinweg wurden sie unterdrückt und so war ihr Gesang eine Möglichkeit, Verzweiflung, Wut, aber auch Stolz, Leidenschaft und überschäumende Lebensfreude auszudrücken. Und was so typisch andalusisch ist am Flamenco, sind die vielen Elemente, die er sonst noch aufnimmt. Arabische, jüdische und afrikanische. Deshalb ist er auch ein Spiegelbild einer Vergangenheit, so bewegt wie sonst wohl nirgends in Europa. Der Flamenco, der so viel mehr ist als ein Tanz, hat Spanien durch die Wechselfälle seiner Geschichte begleitet und immer wieder andere Formen angenommen. Inzwischen gehört auch er zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Córdobas Altstadt ist ein faszinierender Spiegel aller Kulturen, die hier in den letzten 2000 Jahren einmal vorherrschend waren. Ihre größte Blütezeit hatte die Stadt im 10. Jahrhundert unter den Muslimen, als Córdoba, wie die Hauptstadt des Kalifats damals hieß, und weite Teile der Iberischen Halbinsel wurden von hier aus regiert.
Nirgends kann man die Geschichte Cordobas so intensiv spüren wie hier in der Mesquita. Das ist das spanische Wort für Moschee. Im 8. Jahrhundert, als sie entstand, war sie die größte der westlichen Welt. Als die Spanier Cordoba im 13. Jahrhundert von den Mauren zurückeroberten, wurde die Moschee in eine Kathedrale umgewandelt. Das Minarett wurde durch einen Glockenturm ersetzt. Auch heute noch trägt sie den alten Namen Mesquita. Als der spanische König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Karl V. den Umbau sah, soll er gesagt haben, ihr habt etwas erbaut, was es andernorts schon gibt. Und dafür habt ihr etwas zerstört, was einmalig in der Welt war. Das Ineinander von islamischer Moschee und christlicher Kirche kann man aber auch positiv sehen, als Symbol der Eintracht verschiedener Zivilisationen und Religionen. Gerade deshalb wurde die Mesquita von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Darin liegt auch ein Appell. Denn die Zeiten des friedlichen Zusammenlebens von Juden, Christen und Muslimen sind leider längst vorbei. Palmenwald hat man diese maurische Säulenpracht genannt. Sie steht für Unendlichkeit und Spiritualität. Die massiven Umbauten zur Kirche, die Karl V. dann so bedauerte, erfolgten im 16. Jahrhundert übrigens mit seiner Genehmigung. Und so lassen sich zwischen den markanten Hufeisenbögen immer neue Altäre, Bildstöcke und christliche Überformungen entdecken. Aber eigentlich verwischen sich die Grenzen zwischen islamischen Stuckarbeiten, Steinschnitten und christlichem Beiwerk. Diese Gebetsnische wurde schon im 10. Jahrhundert in die Moschee eingebaut. Der damalige Kalif bat den byzantinischen Kaiser, ihm einen Mosaikkünstler zu schicken. Der Kaiser sandte nicht nur den Künstler, sondern auch 1600 Kilo Mosaiksteine aus Gold als Geschenk. Das Kalifat galt als überaus reich und kultiviert. Die Kalifen bauten und bauten. Die Umayyadenherrscher wollten sich in Stein verewigt sehen. Denn sie hatten das islamische Imperium auch nach Europa hinein extrem ausgeweitet. Im 10. Jahrhundert gab der Kalif von Cordoba eine Retortenstadt in Auftrag und nannte sie nach seiner Lieblingskonkubine Az-Zahra. Die riesige Anlage sollte in eine goldene Zukunft weisen, die aber währte nicht lange. Kaum 100 Jahre später kam der Untergang des Kalifats von Cordoba und die neuen Herrscher benutzten dieses architektonische Wunderwerk nur noch als Steinbruch. Der Archäologe Antonio Vallejo wacht seit 30 Jahren über dieses UNESCO-Welterbe im andalusischen Niemandsland. Medina al-Zahra kündigte von einem Islam, der nicht starr und unveränderlich war, sondern vielmehr anpassungsfähig. Dieser Islam schuf im 10. Jahrhundert die Voraussetzungen für ein blühendes Zusammenleben. Damals gab es nichts, was dieses Zusammenleben hätte erschweren können. Das ist eine sehr interessante Lektion für die heutige Zeit. Anpassungsfähig sicher auch, weil der Erbauer dieser Stadt, Kalif Abdelrahman III., Sohn und Enkel christlicher Frauen war. Die islamischen Herrscher Andalusiens heirateten gern in die ehemalige Führungsschicht ein. Die Kulturen näherten sich an, vermischten sich und übernahmen Bewährtes und Angenehmes aus der jeweils anderen Tradition. Diese wunderschönen Gärten mit den Wasserspielen wurden schon von den Arabern zur Zeit der Umayyaden angelegt. Und man sieht hier, dass als die Christen kamen und das erobert haben, sie die Wurzeln dieser arabischen Kultur gar nicht ausgerissen haben, sondern alles zu neuer Blüte haben kommen lassen.
Es war eine große Zeit für Spanien. König Ferdinand und Königin Isabella hatten die islamischen Herrscher besiegt. Und noch im gleichen Jahr brach der Entdecker Christoph Kolumbus auf mit seinem Vorhaben, einen Seeweg nach Indien westwärts zu finden. Die heutigen Einwohner Cordobas eifern den maurischen Paradiesgärten nach, im Kleinen jedenfalls. In ihren Patios, den Innenhöfen der Häuser, pflegen sie mit Hingabe hunderte von Pflanztöpfen. Die ganze Familie hilft, bis alles gegossen ist. Ob Babylonier, Griechen oder Phönizier, sie alle bauten ihre Häuser rund um einen zentralen Innenhof. Auch die Römer. Sie brachten diese Bauweise nach Andalusien und damit auch nach Córdoba. Hier wurde eine regelrechte Kultur daraus, die heute immaterielles Kulturerbe der UNESCO ist. Im Innenhof, dem Patio, spielt sich auch heute noch alles ab, was wir mediterranes Leben nennen. Welche Bedeutung hat dieser Hof für das Familienleben? Für mich, Als Matriarchin der Familie ist der Hof extrem wichtig. Hier finden alle Treffen und alle Feste statt, von Geburtstagen, Erstkommunionen bis hin zu Treffen mit der weiteren Familie. Sogar um die Hand meiner Tochter wurde hier angehalten. Hier erleben wir die wichtigsten Momente. Früher lebten die Familien in einem einzigen Zimmer. Es gab keinen Raum für das Gemeinschaftsleben. Alles spielte sich hier draußen in den Höfen ab. Und diese Tradition ist geblieben. Der Philosoph Seneca ist hier verewigt, ein berühmter Sohn der Stadt Córdoba. Aber schon als Kind kam er nach Rom und später wurde er Erzieher von Kaiser Nero. Ein Leben ohne Ziel ist unstet, hat Seneca gesagt. Mein Ziel ist nach dem beschaulichen Córdoba eine moderne Millionenstadt. Ich verlasse Andalusien, durchquere karge Landschaften bis nach Katalonien. Nach gut 800 Kilometern Richtung Nordosten erreiche ich das Ziel, Barcelona. Barcelona ist tatsächlich älter als Rom, man mag es kaum glauben. Das Herz dieser Stadt ist eine reichlich verrückte Basilika, die Sagrada Familia des Architekten Antoni Gaudí, der ganz eigene Wege ging, wie Barcelona selbst, die Hauptstadt der autonomen Region Katalonien mit einer eigenen Kultur und Sprache. Jung, lebendig, ohne Tabus. Wie ein großes Narrenschiff, angedockt an den Zentralstaat Spanien, mit dem es immer wieder Konflikte gibt. Barcelona Nostra, la gran incisera. Unser Barcelona, die große Zauberin. So hat der katalanische Dichter Joan Maragall seine Stadt beschrieben. Und diese Magierin hat viele Helden hervorgebracht und einige quasi in die Stadt gezaubert. Obwohl Christoph Kolumbus aus Genua stammte, wurde er in Barcelona empfangen und als Vizekönig der neuen Welt gefeiert, als er von seiner Entdeckungsreise zurückkam. Joan Miró und Pablo Picasso schufen in Barcelona ihre ersten Meisterwerke. Hier fühlten sie sich frei und die Stadt wurde zum Sprungbrett. Architekten wie Gaudí und Lluís Domènech prägten mit ihrer gewagten Architektur im 19. Jahrhundert das Gesicht der Stadt. Mit der Casa Batlló hat Gaudí Anfang des 20. Jahrhunderts ein schon vorhandenes Wohn- und Geschäftshaus von Grund auf umgestaltet. Eine Komposition aus Keramik und organischen Formen, wie es sie in der Architektur vorher nicht gab. Vieles erinnert an wachsende Pflanzen. War die Natur Gaudí wirklich so wichtig?
Oh ja, sehr wichtig. Von Anbeginn wurde er durch die Natur inspiriert. Obwohl Barcelona schnell zur Großstadt wurde, war die Natur bei ihm immer präsent. Er studierte die organische Form von Bäumen, Pflanzen und Tieren und übertrug seine Wahrnehmungen und sein Verständnis natürlicher Formen und Materialien in seine Architektur. Die Natur war absolut wichtig für Antoni Gaudí. Das Haus hat seine ganz eigene Magie. Gaudí war hier so erfindungsreich wie nie zuvor. Auch einen öffentlichen Park hat er mitten in Barcelona gestaltet. Seine Fabelwesen und Fantasiebauten bevölkern den Park Güell. Der wirkt wie eine Traumkulisse. Wie Pflanzen im Wachsen nahmen die Gebäude immer neue Formen an. Die gerade Linie gehöre den Menschen, die gebogene Gott, meinte Gaudí. Und sein berühmtester Bau, die Basilika der Heiligen Familie, die Sagrada Familia, wächst auf diese Weise heute noch. Seit 1882 ist die riesige Basilika im Bau. Gaudí hat sie als Gesamtkunstwerk geplant. Dabei verwarf er oft seine Pläne. Erst waren die Türme eckig, dann wieder rund. Es war klar, dass er sein Vorhaben nicht selbst zu Ende bringen würde. Er arbeitete 43 Jahre lang an der Sagrada Familia. Eigentlich sollte sie zu seinem 100. Todestag im Jahr 2026 fertig werden. Aber auch daraus wird nichts. Es geht einfach immer weiter. Alle Sinne werden hier angesprochen. Durch Farben, Musik, Materialien. Der Raum wird unglaublich intensiv empfunden. Und es ist wohl kein Zufall, dass er zum Süden Europas gehört. Himmelsrichtungen sind eben nicht nur abstrakte Fixpunkte. Sie sind auch Wegweiser zu ganz unterschiedlichen Zivilisationen und sie können Koordinaten der Sehnsucht sein. Mich zieht es noch einmal ans Meer. Wir nennen Europa einen Kontinent, aber eigentlich ist es eine Halbinsel, umgeben von Meeren im Norden, im Westen und im Süden, wo das Mittelmeer eine Art eigenen flüssigen Kontinent bildet, der genau wie ein fester Erdteil Kulturen und Völker verbindet oder aufeinander prallen lässt. Und das seit tausenden Jahren. Immer wieder wurden Teile Südeuropas erobert, der Islam wurde hier zur prägenden Kraft, aber immer hat dieses Meer auch den Horizont der Menschen erweitert. Im Laufe der Jahrtausende ist auf diese Weise im mediterranen Europa eine Vielfalt entstanden, die es wohl nirgends sonst auf der Welt gibt.